Dann sage ich mal hallo und herzlich willkommen auf YouTube zu einem neuen kleinen Angezockt zu Brief Battles. Ich glaube, es wird schlau sein, wenn ich meinen Controller anmache. Wer sich wundert, heute ohne Cam, denn es ist sehr warm. Sehr, sehr warm. Und das wollt ihr nicht sehen. Deswegen ist die Cam aus. Okay, Controller ist an. Wähle einen Icon-Stil. Wir nehmen Xbox, denn wir haben einen Xbox-Controller. Und wir gucken uns erstmal schnell die Settings an. Ich wundere mich gerade, dass ich keinen Sound habe. Oh, warte mal. Ja, du darfst aufs Internet zugreifen, liebes Spiel. Okay. Oh, es ist doch sehr laut. Okay. Oh, ich glaube, das dürfte okay sein. Kann ich das echt bloß... Oh, muss ich das alles einzeln immer ändern? Und jedes Mal verschiebt er mir die Bilder auf den Desktop? Was ist denn hier die größte Auflösung? 900? 900? Ja, da geht noch was, da geht noch was. Ich sehe den Chat leider gerade nicht, meine Lieben. Siri sagt 28 Grad in Köln und 27 Grad in Dresden. Also ich habe hier 30 Grad an meinem Schreibtisch dran. Ich wusste gar nicht, dass du YouTube machst. Nur so ein bisschen, nicht viel. Ab und zu mal angezockt. Okay, warte mal. Das ist nicht so einfach, hier die Grafik einzustellen, meine Freunde. Nicht so einfach. Das ist die beste Auflösung. Mehr als Full HD geht nicht. Okay, okay, okay. V-Sync mach mal aus. Okay, das brauchen wir nicht. Dann muss ich mir mal meinen Chat wieder aufmachen hier. Oh, wow. Das jedes Mal, wenn ich... What the fuck? Was ist jetzt passiert? Wieso ist mein Spiel auf einmal minimiert? Also, nicht minimiert, aber... Oh, wow. Wir haben wieder hochgradig technische Probleme hier. YouTube ist beim Onkel so ein bisschen verloren, genau. Kann ich denn, wenn ich Vollbild ausmache, geht's vielleicht besser? Oh wow, naja. Dezent. Rahmenloses Fenster kennt das Spiel auch nie. Okay, so. Einstellung ist immer fertig, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben Battle, wir haben Challenge. Trainieren und nimm eine Herausforderung an. Starte einen Mehrspieler-Arena-Kampf. Ne, wir trainieren erstmal, oder? Der Controller hat vibriert, Freunde. Der Controller hat vibriert. Spieler 1 drückt... Oh, ist das nur Multiplayer? Kann ich das nicht alleine spielen? Ich will der sein. Oh, man kann das echt nur im Koop spielen? Das ist aber doof. Warte mal. Also das können wir zumindest nur im Koop spielen. Probieren wir mal das aus. Klassischer Kampf. Zufällig. Das geht zu viert. Ich drück A. Gibt es das nicht als Online-Multi? Das finde ich aber doof, muss ich sagen. Okay, dann können wir das nicht. Dann hat sich das erledigt. Ja, aber ich habe gedacht, wenn man online irgendwie oder so. Nö, okay, dann hat sich das Spiel erledigt. Ich habe gedacht, man kriegt vielleicht online Zufalls... bis 4, aber hier steht doch 1 bis 2. Probieren das nochmal.
Ah, okay. Ah, okay. Grundlagen. Geht auch alleine. Helbe. Gut, dann machen wir weiter. Zumindest das können wir dann ja zeigen. Die Grundlagen. Lektion 1. Rennen, springen und klettern. Folge den Zielen, um das Training abzuschließen. Okay. Okay. So viel dazu. Lektion 2. Fortgeschrittenes Rennen, Springen und Klettern. Okay. Okay. Die Steuerung fühlt sich ein bisschen eigenartig an. Ja, Elbe. Passiert, habe ich gehört. Oh fuck. Okay, nochmal. Ah! Okay. Läuft. Tutorial und so. Wieso ist es jetzt? Jetzt ist es auf einmal. Ich frag das Spiel gar nicht. Jetzt hat mein Spiel gerade, nur mal so zur Info, Fenster ist zu klein für Monitor auf Vollbild gewechselt und dementsprechend sehe ich mein Chat jetzt. Ist das okay? Wir machen einfach mal so weiter. Ich habe da drüben nochmal einen Chat. Was? Setze Buchsendampfer auf Gegner ein. Ah. Ah, alles klar. Okay. Ah, hier ist der Singleplayer. Okay, Learning, bla bla bla. Okay, Level 1. Stufe 1, Level 1. Okay. Ich nehme an, die da unten kann ich nicht kaputt machen. Also Schlupper einsammeln kann ich ganz gut, wie es aussieht.
Wow! Scheiße. Nein, nein, nein. Okay, ich habe nicht alle gekriegt. Das probieren wir nochmal. Wenn man den Weg einmal kennt, geht's. Ey, würde mich echt interessieren, wie das ist, wenn man das gegeneinander spielt, um ehrlich zu sein. Alle! Nein, nein, hoch da! Nein! Okay, Leute, ich gehe aber mal zurück ins Menü. Und Unterhosen sammeln, genau. Wir haben jetzt Unterhosen gesammelt. Wir sind auch sehr gut im Unterhosen sammeln, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, wir lassen es mit dem. Es ist witzig, das Spiel, aber das jetzt eine halbe Stunde zu spielen für ein angezockt ist, glaube ich, irgendwie. Ich weiß auch nicht, da fehlt mir die Lust dazu. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber es ist ganz cool. Als Update kommt dann ein Schlüpper mit Bremssteifen. Ja, ja. Okay. Ich glaube, das kurze angezockt werden wir auf YouTube hochladen, ist kein Problem. Das sind jetzt halt nur 10 Minuten oder so. Keine Ahnung. Es ist ganz witzig. Ich will ja auch nicht zu viel verraten. Wenn ich jetzt hier die ganzen Level durchzocke, ist ja auch doof. Dann wisst ihr ja, wo die ganzen Unterhosen auftauchen. Ich sag einfach mal, danke fürs Reinschauen. Ich weiß noch nicht, ob ich es hochlade, aber ich sag danke fürs Reinschauen. Wenn ich es hochgeladen habe, lasst mir doch einen Daumen da. Und einen lustigen Kommentar, wenn ihr Lust habt. Oder kommt auf Twitch vorbei beim nächsten Livestream. Da sind wir auch fast täglich am Start. Es ist witzig. Es ist, glaube ich, wirklich was für zwischendurch. Aber ich glaube, länger als Viertelstunde kann ich das auch nicht spielen. Macht's gut auf YouTube. Ciao, ciao.